Moin, heute eine kurze Vorstellung der verschiedenen Aufholleinen, die es mittlerweile von Duoton und Ion gibt. Hier habe ich die Aufholleine, oder offiziell heißt es ja Uphole Grabster. Bedeutet, du hast hier Kunststoffröhrchen, die nochmal mit EVA-Mantel sind, also sehr gut griffig. Und das Ganze dann halt so gesetzt für diejenigen, die es halt auch wirklich häufig nutzen, gerade im Anfängerstadium, wo man mehrfach am Tag die Aufholleine benutzen muss, kann man hier sehr gut festhalten und die Aufholleine halt auch nutzen. Nichtsdestotrotz ist die Gummi gelagert sozusagen, also ist ein Gummi durchgezogen, damit es trotzdem relativ straff am Rig hängt, ohne dass da was großartig rumschlackert und nervt. Und ansonsten ist hier oben der dünne Tampen, was viele immer ein bisschen missblicken, gesetzt, damit man das durch den Gabelbaum durchsetzen kann. Im Frontstück ist meistens eine kleine Lasche drin, ein kleiner Vorsatz oder ein kleines Loch, wo man dann, wenn man den Tamp ein bisschen stramm zieht, das einmal durchsetzen kann. Am besten mit einem halben Schlag, bedeutet, die Schlaufe geht durch diese Kunststofföse durch und dann setzt ihr den Rest von der Aufholleine hier einmal durch, zieht es da einmal längs und arretiert das dann quasi direkt am Gabelbaum so fest. Das heißt, hier hat man die größte Zugkraft. Das ist hier oben eingenäht. Nochmal bei der Duoton hier in dem Fall noch mit einem Gummiband abgesetzt, damit es da keine blöden Kanten gibt. Und den unteren Teil, den legt ihr einfach um den Mastfuß rum. Entweder hat euer Protektor, der unten am Segel ist, einen kleinen Schlitz, dann kann man das da durchfiedeln. Ansonsten macht man es einfach unten um den Mastfuß rum, damit es danach halt stramm hängt. Viele denken immer, ach, brauche ich nicht so ein Ding. Nervt ja quasi eh nur. Kann man sagen, ja, natürlich irgendwie schon. Und manche denken, dann werden sie wieder als Anfänger abgestempelt. Aber letzten Endes geht es hier tatsächlich auch in Teilen um Sicherheit. Vielleicht nicht unbedingt diese griffige Variante. Aber man muss halt einfach da sagen, es kann immer der Wind mal weg sein, es kann der Wasserstart nicht mehr klappen. Und dann hilft die Aufholleine schon extrem. Natürlich kann man mit Aufwand direkt am Mast das versuchen auch hochzuziehen. Aber wenn man sowieso die Aufholleine selten oder gar nicht mehr benutzt, ist es letzten Endes schon viel einfacher mit so einem Teil. Und durch die genannten Tipps sozusagen ist es auch kein Problem, dass die halt immer mitfährt und halt irgendwie da ist. Eine weitere Aufholleine ist die Pro S von Duoton. Die gibt es in S und in einer größeren Größe. Das ist dann L. S bedeutet letzten Endes nur die Auslenkung. Genau deswegen, damit die Aufholleine sehr stramm am Rig halt dran ist und quasi als Notschot, wenn man so will, für den Bereich, wenn man sagt, das könnte der Wind halt aufhören, blöde Bedingung sein, oder man muss halt vielleicht ein Kiteboard, was man gefunden hat, abschleppen, dann kann man das Ding, falls man keinen extra Tamp in seinem Trapez hat oder um die Bar gewickelt hat, kann man dann halt mitnehmen und dementsprechend etwas sichern. Diese Lasche hier kommt vielen relativ groß vor, ist sie sicherlich auch, aber hat den Vorteil, dass sie durch den Schlitz im Segel viel besser durchgeführt werden kann und dann halt einfach um den Mastfuß gelegt wird, weil ja hier relativ viel Spannung dran ist, weil es sich ja auch um die kleine Variante handelt. Die größere Geschichte macht also für die Leute Sinn, die den Gabelbaum sowieso sehr viel höher fahren, aber auch nicht möchten, dass das Ganze sehr schlabberig am Rig halt hängt. Deswegen das Ganze in zwei Längen. Da müsstet ihr dann drauf achten, wenn ihr euch dafür entscheidet. Es ist jetzt nicht für smart, sondern halt tatsächlich kleiner für die kleineren Leute, die die Gabel tiefer fahren und die andere Variante für die, die die Gabelbaum etwas höher fahren. Jetzt noch eine weitere Aufholleine, die Duoton Cozy. Wer es halt noch kennt, früher gab es schon mal eine Aufholleine noch zu North Sails Zeiten. Die hatte ein Kuhfellmuster und war auch quasi aus Plüsch. Das hier jetzt auch ist ein ganz weicher Stoff, also könnte man tatsächlich wieder mal einen Teddybär draus basteln. Hat so ein bisschen den Vorteil, dass die Hände etwas geschont werden. Also es ist gar nicht so hart, wenn man das Ganze anfasst. Wird aber auch ein bisschen rutschiger, wenn es nass ist. Und vor allen Dingen ist der Nachteil, den ich speziell hier gerne hervorheben möchte, wenn ihr das Teil halt nutzt und dann in euer Bag oder in euer Auto halt schmeißt, hier kommt halt schon echt noch eine ganze Menge Wasser hinterher, weil sich in diesen weichen Fasern, fast wie ein Mikrofasertuch in Langhaar, sehr viel Wasser fängt und das nervt dann schon langfristig, wenn die ganze Suppe dann durchs Auto läuft. Sicherlich ein nettes Gimmick, hat auch nicht jeder tatsächlich. Für diejenigen, die empfindliche Finger haben, ist es sicherlich eine gute Lösung. Aber man sollte da immer drüber nachdenken, dass natürlich
so etwas auch Nachteile in sich birgt. Der Rest ganz klassisch, wie schon erwähnt, ein großer Loop, der unten um den Mastfuß kommt. Hier oben relativ langes Benzel mit 3 mm Tampen, was definitiv bei den North- und Pride-Gabeln ganz entspannt durch dieses kleine Löchli halt durchgeht, um die Aufholleine dort zu installieren. Und es gibt sie auch in zwei Längen. Das ist jetzt die Version L, die etwas größeren. Und dann, wie vorher schon in einem anderen Video dargestellt, gibt es halt die Länge S, sowohl als Pro als auch als Cozy. Wäre halt dann für diejenigen, die viel mehr Spannung an diesem Aufholleine haben möchten und die halt die Gabel einfach etwas kürzer fahren. Also auf jeden Fall eine sinnvolle Sache für alle, die halt auch mal in Revieren fahren oder wenn schnell mal nachlassen kann oder sich vielleicht nicht ganz sicher sind, ob man dann, wenn man erschöpft ist, die Strömung stärker ist oder der Wellengang auf einmal zunimmt, ob dann der Wasserstart noch vernünftig klappt, dann immer lieber auf Nummer sicher gehen und eine Aufholleine dazu nehmen. Wir haben euch schon ein paar Aufholleinen mittlerweile gezeigt und präsentiert. Hier haben wir jetzt die Komfort-Aufholleine, Komfort-Abhol von Eien. Komfort bedeutet in dem Fall, dass hier zwei Schaumschwimmkörper drin sind. Das ist trotzdem flexibel, hat aber natürlich den Vorteil, gerade für die, die halt so eine Aufholleine noch häufiger benutzen, also in dem Anfänger-Aufsteiger-Stadium, dass man eine bessere Griffigkeit hat. Der Schwimmkörper hilft dabei, aber auch das Gesamtmaterial ist etwas voluminöser. Der innere Aufbau ist ja meistens ganz klassisch eine Gummileine, die hier durchgeführt ist und dann über den Knoten und eine Naht fixiert wird. Aber man hat halt einfach etwas mehr in der Hand und auch durch die dickeren Knoten hat man nicht das Gefühl, dass man so ins Leere greift. Und tatsächlich ist es langfristig, wenn man dann sich überlegt, dass man es am Tag bestimmt mehrere 50 Male macht, die Gelenke sehr beansprucht werden, weil man die Hand sehr eng drücken muss, um einen Halt zu finden. Hier hat man ganz klassisch eine vernünftige Handhaltung, dass da halt keine Ermüdungserscheinungen auftreten und man kann das Ding halt gut benutzen. Durch die Gummierung ist auch diese Aufholleine relativ stramm direkt am Segeln anzubringen. Klassisch mit dem Loop, der etwas kürzer ist als bei den Pendants von Duoton, durch den kleinen Schlitz hinten am Segel, an dem Mastfußprotektor halt durch. Oder einfach außenrum. Da muss man sicherlich ein bisschen das Gummi in Anspruch nehmen, um da durchzukommen. Und ansonsten geht das. Was sein kann, da müsstet ihr tatsächlich darauf achten, dass dieser Tampen hier etwas dicker ist, nämlich 4 mm, bei den anderen meistens 3, 3,5. Da gibt es tatsächlich Gabelbäume, wo diese Aussparung, wo man das durchschiebt, zu klein ist, dass es da zu Problemen kommen kann. Ansonsten uns gerne einmal ansprechen oder eine E-Mail schreiben mit eurem Modell, dann können wir halt einmal gucken, ob das passt. Aber ansonsten sollte das kein Thema sein. Vielen Dank.